Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, in der heutigen Folge wollen wir auf jeden Fall mal ein bisschen was machen, dass wir uns die Bauarbeiten erleichtern. Wir gucken mal auch, wie weit das wir kommen. Eventuell auch den, wie heißt der, die Healing Axe zu bauen. Oder beziehungsweise, wie weit das wir hier kommen. Eventuell vielleicht sogar noch den Scanner bauen in LV. Wie funktioniert die Diode? Da wollen wir uns das auch mal angucken. Eventuell bauen wir auch eine. Macht aber erst Sinn, eine zu bauen, wenn wir auch wissen, wie wir sie brauchen. Aber ich erkläre das Prinzip, was dahinter ist, weil ich habe es jetzt Gott sei Dank endlich begriffen. Ja, hurra! Hat nicht lange gedauert. Genau, so, also was wollen wir als erstes machen? Und zwar Building Better Bases. Genau, und zwar, da gibt es ja hier diesen schönen Building Wand. Und dieser Building Wand, der kann total tolle Sachen machen, nämlich schneller bauen. Und ich muss jetzt draußen und oben so viel Erde und Stein bewegen, dass es für mich Sinn macht, dass ich das mal jetzt langsam baue. So, wir brauchen einen Diamond Block, einen Emerald Block, Lapis Block, Redstone Block und Gold Block. So, das heißt für mich als allererstes, beziehungsweise als allerzweites, ich möchte noch vorher eine Maschine bauen. Das heißt, habe ich genügend Stahl? Wenn ich einen Scanner eventuell auch noch bauen will, machen wir gleich zwei. So, dann heißt es jetzt für mich. Ich brauche das hier. Schade, dass aus dem Ding nicht das Mausrad funktioniert. Vielleicht werde ich es dann doch irgendwann mal umswitchen wieder auf einen anderen Rucksack. Wenn der vielleicht größer ist. So, davon 4. Und dann brauche ich noch LV-Kabel, davon auch 4. So, und wir haben 16 Platten. Weil dieses Geräusch hier, was der gerade hört, das will ich jetzt demnächst mal weghaben. Ja, und das kriege ich halt nur weg, wenn mal über mir mal das alles ausgebaut wird. Ja, und das heißt, ja, das wird mal Zeit. So, das Schöne ist jetzt dadurch, dass ich jetzt den habe, der haut mir halt mal meine Kisten in der Hälfte der Zeit her. Das heißt, ich komme da auch schnell hinterher, mal wieder Kisten nachzubauen. Gut, dann brauche ich jetzt als nächstes. Ja, was will ich denn überhaupt bauen? Ja, ganz einfach. Ich brauche jetzt zum Beispiel Gold. Ich brauche jetzt ein bisschen was anders. Ist ja schön, dass ich da hinten immer mit Kohle arbeiten kann. Aber es gibt ja auch eine Basic-Version davon. Da baue ich einfach nur zwei Circuits, zwei Zinnkabel. Waren das jetzt doppelte? Ich glaube, ne? Doppelte Kupferkabel. Die werde ich nicht haben. So, aber erledigt. Bei dem Schwerte von dem Rezept, ne? Kann ich eigentlich geschlagen, dass ich den noch nicht habe. So. Wow. Da hat es, glaube ich, das länger gedauert, drüber zu philosophieren, ob ich einen baue. So, dann haben wir hier ein bisschen Platz. Dann kommst du auch gleich dahin. So, jetzt brauche ich, wie gesagt, ich brauche jetzt Gold. Müssen wir aufhören, da oben rumzuschreien. Drag, denk dran, du brauchst 9 für einen Block. Danke. So, dann habe ich noch genügend Lapis. Jetzt muss ich noch gucken. Ich brauche Redstone, brauche ich auch. Hammer.
Gut. Ja, jetzt kriegst du Schaden. Endlich. So, dann heißt es jetzt Lapis, Emerald, Diamanten. Lapis habe ich, glaube ich, noch in der Kiste. Wow, ich habe 5. Muss ich irgendwie hoffen, dass ich noch ein bisschen Lapis da habe. Sonst brauche ich noch eine Maschine. So, Lapis. Ah, da unten. Sehr schön. Ich habe es auf jeden Fall schon mal eingeräumt. Eingeräumt heißt ja für mich, normalerweise da ist was drin. Gut, dann schmeiße ich dich gleich mal rein. Muss ja durch den Sifter laufen und durch einen anderen. Der wird jetzt schon seine Zeit lang brauchen. So, dann brauche ich jetzt 9 Emeralds und 9 Diamanten. Gut, 9 Diamanten sind kein Problem. 9 Emeralds auch nicht. So, das heißt jetzt aber für mich, ich muss jetzt mal gucken, wie viel Steam das noch drin ist. Das reicht mir auf jeden Fall. So, das heißt, das muss da rein. Das nicht. Okay. Er geht jetzt zwar da weitaus mehr machen, aber ist mir jetzt erstmal egal. So, dann heißt es jetzt, ich brauche den Ofen. Boah. Ich habe das Dust wohin? Ich weiß nicht mehr, wo ich mein Dust hingeräumt habe. Das ist spannend. Ich glaube ganz hinter. So, und dann brauche ich bitte ein paar Eisenplatten. Mach mal bitte erstmal 4, das ist mir egal, aber ich brauche welche ganz schnell. Ich brauche dieses Muffler-Ding. Da haben wir die Ohren. So, wenn ich jetzt dich reinschmeiß und dich reinschmeiß. Schaut das richtig aus. Gut. So, das heißt, jetzt haben wir das Gold auch noch. So, jetzt haben wir 5 Lapis. Dann kommt das in den Sifter. Und wieder kommen noch daher. Sehr schön. Okay, also dann heißt es jetzt für mich, ich brauche als nächstes, genau, jetzt fangen wir mal an. Ich habe doch da, die da habe ich doch schon. Detect. Das, was am schwersten wird, ist das Concrete. Factory-Blöcke dürfte auch kein Problem sein. Da habe ich nur die falsche Version. Auch die erste. Jawohl. Und weg.
So. Muss immer schön nachlegen. Wie gesagt, wir brauchen noch 4. Ja, also, das heißt, wir fangen jetzt an. Dieser Rebellion-Block, das ist ein Gold-Nugget. Das sind 4 Eisen. Ein Stein. Ich nehme da mal ein bisschen mehr mit. Ich habe da so die Befürchtung, dass ich da mehr brauche. Ah, das heißt, nein. Du kommst dahin, du kommst dahin. Und die 4 kommen dahin. So, jetzt habe ich diese Rebellion-Blöcke. Die schmeiße ich jetzt erst einfach mal hier in die Kiste mit rein, wo die anderen mit drin sind. So, okay. Dann brauchen wir die Laborblöcke. Das ist Netherquarz und viel Stein. Wie viel kriege ich raus? 16 brauche ich. Und wie viel kriege ich raus? 8. 2. Darauf müssen wir immer nämlich achten. So. Die Laborblöcke werden auf jeden Fall interessanter, weil die werde ich auch noch öfters brauchen. So. Einen brauchen wir noch. So, Holy ist wieder und da kriegen wir auch 8 raus. Wir brauchen 16, also 2. Dann sind wir weiter vorne. So, Grimstone brauchen wir Kohle. 16 brauchen wir auch 2. Oder? Hexplating brauchen wir Kohleblöcke. Die dürfte ich noch haben. Oder habe ich die alle umgewandelt? Ich glaube, nein, ich habe die nicht alle umgewandelt. Bin ich irre? Wie viel Hexplating? 8, okay. So, was haben wir jetzt alles raus? Wir haben die 3 Hammer auch. So, dann heißt es jetzt als nächstes das da. Darum. Wir haben Holy Stone. Dann das da. Dann haben wir die Hexplating. Dann brauchen wir jetzt das da, dass ich das da noch wegkriege. Und halt nein. Das kommt dann da hinten rein. Und der Stein hier. Da brauchen wir noch die Kohle. Da haben wir einen Grimstone. Gut, das heißt, das lassen wir alles noch detekten. Weg. So, dann kommst du rein. Dann braucht man noch aus. Hat denn den gefressen? Der da. Okay. Ja, wie gesagt, schlimmste war das Concrete, weil dafür brauche ich bestimmt meinen Mixer. Ich müsste aber mittlerweile alles da haben. So, in der Zeit können wir mal schnell schlafen. So, ich habe noch einen bekommen. Das heißt, ich habe jetzt dann davon auch meine 9. So, ist nicht gegangen, ist nicht gegangen. Alles klar, machen wir alle 3. Alle 5 meine ich.
Ja, den müssen wir auch noch umschlüsseln. So, du kommst auch noch rein. Das heißt, wir haben den Goldblock auch noch. So, dann heißt es jetzt von den Quests her, ich brauche den Dia, den vorletzten. Jawohl. Beim Emerald in Sexton. Gut, weiter. Beim Lapis in Letzten. Beim Redstone in. Ach, den da. 2, 4, 6, in 7. von hinten. 2, 4, 6. Okay. Und beim Gold brauche ich in 7. von vorne. So, und jetzt Detect. Sehr schön. Das haben wir schon mal alles durch. So, jetzt macht es natürlich wieder Sinn, mal von oben nach unten durchzugehen. Und zwar Fantasy-Blöcke brauche ich Bone Meal. 2 Stück. Ich hoffe, es geht auch weiße Farbe. Können wir gleich wissen. So. Nein, geht nicht. So, jetzt habe ich noch Bone Meal. Ah, nein, das sind andere Blöcke. Purple Fantasy Block, was? Ah, okay. Das ist Gold Nugget. Davon brauche ich 2 und dann 2-mal weiße Farbe. Okay. Und bis jetzt bin ich froh, dass ich noch Gold Nuggets habe. Also, das heißt jetzt, du kommst daher, gehst dahin. Und du gehst daher und daher. So, jetzt habe ich Purple Fantasy Blöcke. Ah, okay. Ich werde jetzt dann schätzungsweise mal schnell nochmal zu meiner Netertor runter müssen. Weil ich vermute, dass ich da noch die nächsten Nuggets habe. Falls ich nochmal welche brauche. So, Detect. So, dann haben wir jetzt Concrete. So, Concrete stelle ich wie her aus Wet Concrete. Wet Concrete mache ich mit Wasser, Clay Dust, Stone Dust, Kalzit. Und Quarzsand. Ich gehe mal nach vorne. Ich glaube, ich habe vorne noch Quarzsand rumliegen. Das habe ich, glaube ich, noch nicht geholt. Wie gesagt, dass ich jetzt da was herstellen muss, ist jetzt nicht so schlimm. Glaube ich sogar ganz gut. Quarzsand. Wie stellt man dich eigentlich noch her? Sand im Maserator schmeißen. Hat man, also einen kriegt man definitiv.
Und dann, ja, okay. 25, 20 und 50%. Da sind wir aber noch weit weg. Ja, nee, sind wir noch ein bisschen weg. Silty Dirt. Silty Grass Block. Macht ja total viel Sinn. So, Macerator, Multiblock, Unpacker. Ja, okay, also das heißt, das ist dann mit dem Macerator dasselbe. Also kriege ich über dem Großen dann raus. Okay. Ich dachte, wird es dann auch irgendwann mal Zeit, dass ich mal nach oben gehe und oben dann die Küche weiter ausbaue mit Elektrogeräten. Was ich hier am liebsten machen würde, ich würde hier am liebsten eine MV Solarzelle oben hinlegen. Halt, ich brauche Calcit, habe ich gesagt, ne? Okay, waren das vier? So, als allererstes, was wir machen, wir jagen hier jetzt mal zwei Clay durch. Dann erzeugen wir nämlich schon mal Wasser. Dann habe ich die da. Dann nehme ich jetzt auch mal vier mit. Oh, schön. Dann hätte ich gesagt, nehmen wir den Rest raus. Als erstes mal das Fuel. Kann ich dann mit nach unten gehen und gucken, ob noch unten genügend drin ist. Also, wir brauchen den Mixer. Ich brauche Wet Concrete. Dafür brauche ich die zwei. Calcit brauche ich doppelt. Alles andere nur einfach. So, ist viermal Stone Dust. Ist hier überhaupt kein Problem. Also das rein, das rein, das rein, das rein. Was war das letzte? Stone. Ah, Clay. Okay. So, dann fangen wir mal schon wieder an. Das schöne Zeug wegzuräumen. Achso. Ach, das war's ja schon weg. So, habe ich jetzt Calcium mitgenommen? Wollte ich jetzt Calciumtabletten herstellen oder was? Achso, weil ich irgendwas durchgelassen habe, wo das dabei war. Bestimmt hinten. So, wir haben jetzt hier eigentlich alles drin. So, Wet Concrete, okay. Nimm ich, haha, Moment. Wet Concrete, das brauche ich jetzt im Fluid Solidifier. Habe ich Mold Block da? Habe ich.
Er war hier, ne? So, schauen wir mal, was rauskommt. So, Light Concrete. Nein, ich brauche das erste. Jawohl, passt. So, bei dem lasse ich mal das Zeug jetzt noch drin. Den Quarzsand haue ich drunter, weil da können wir eventuell noch einen zweiten, so einen lustigen Ofen bauen. So, jetzt brauchen wir noch die restlichen. Also das ist Tyrann. Davon brauchen wir auch 16. Okay. Auch gleich detekten. Ich brauche auf jeden Fall nochmal Stein. Auch Glowstone. Halt. Brauche Pink Dye. Void brauche ich Voidstone, also das heißt, ich brauche jetzt vier Enderperlen. Bitte sei noch vier Stück da. Danke. So. Das heißt, ich brauche noch Obsidian. 16 Stück. Heißt, die sind im Eck. Machen wir wieder alles mal oldschool. Gut. Und dann die und Glowstone, was ich noch nicht habe. Detect. So, jetzt brauche ich noch Valentin ist Stein, das ist in Ordnung. Warning ist Schild. Und Waterstones sind Wassereimer. Wow. Nicht gut. Wo sind meine Eimer? Ah, da. Nimm ich doch mal so lang die, bis ich die anderen finde. So, zack, zack. Also, das heißt, jetzt du gehst jetzt dahin. Da geht der Wassereimer rein. Dann habe ich meinen Wasserstein. Und dann nehme ich noch Pink. Willst du mich verarschen? Willst du mich jetzt ernsthaft verarschen? Muss ich gerade hoffen, dass ich pinke Tulpen habe? Das ist schon schwach. 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 Ganz schwach.
Also das hätte man schon ein wenig ändern können, ne? Dass man da auch von GT das Pink nehmen könnte. Ich sehe gerade, ich hätte alles viel billiger haben können. Ist mir jetzt aber auch egal. Muss jetzt erstmal rausfinden, wie ich an. So, und dich mache ich jetzt hier. So, ich habe ja. So, Schilder habe ich gesagt, brauche ja noch. So, und du bist ruhig und du auch. Okay, also. Dann heißt es jetzt für dich. Nein. Da die 24. Du kommst rein. Wieso habe ich da nicht dran gedacht? Habe ich die ganze Zeit nicht dran gedacht, oder? So, dann habe ich jetzt noch den Tempelblock. Da geht jetzt aber Gott sei Dank auch das Blaue. Ja, ich bin ja mal. Man freut sich über Kleinigkeiten. Ach, bei dem brauchst du Lapis. Aber nur weil ich es habe. So, und davon brauche ich. Oh. Naja, klasse. So, okay, dann das und ein Stick. Weil ich davon vier brauche. Toll. Yay. So, dann heißt es jetzt du rein und dich. Detect. Und das letzte läuft jetzt hoffentlich. Ja, wie gesagt, mit dem hätte ich es jetzt machen können. Da hätte ich ja wegen Stein verloren. Das wäre jetzt sowas von egal gewesen. So, und dann habe ich hier meine Warnschilder. Dürfte eigentlich alle haben. Claim. Hallo, liebe Bilder. Ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen. So. Hat jetzt bisschen gedauert, aber egal. So. Dann habe ich ja gesagt, ich gehe mal schnell runter und schau mal, welchen Benzin. Früh abgebogen.
Okay. Ja, ist doch schön, dass ich gar nicht so viel gebraucht habe. Ja, okay, ich bin momentan viel beim draußen, beim Reparieren und beim Umbauen. Okay, so. Das heißt, das kommt jetzt weg, das kommt jetzt auch weg. Das ist mir jetzt egal. Wie gesagt, dann nehme ich die Kiste. Nein, die ist schon ziemlich voll. Die ist ziemlich leer. Da schmeißen wir mal das Essen rein. So. Gibt es noch ein bisschen Sachen, was man sagt? Wäre nicht schlecht, wenn man es macht. Ja, ein Empty Spray. Das ist super. Das heißt, ich brauche jetzt leere Zellen und Redstone. Und davon brauche ich 4. Wird man auch gleich begreifen, warum. So, und zwar im Assembler mit der 1. Okay. So, der braucht 40, der braucht 20. Sehr schön. Okay. Wenn ich jetzt dann die habe, halt zurück. Ich kann mir holen Rot, Gelb und Blau. So, ich werde es nämlich jetzt so machen. Ich werde mich ja wegen an den Farben orientieren. Für mich ist aber LV weiß. Also LV Kabel weiß. Dann MV Kabel orange. Und machen wir mal, schauen wir uns mal das Cable auch wirklich an. Dann so HV, dann kommt eigentlich EV. Okay, EV ist Aluminium. Und dann ist das blau oder Cyan. Das wäre Platinum. Das wäre dann gelb. Ich könnte es natürlich auch farblich machen, ne, dass ich sage, okay, LV ist weiß, MV ist gelb, aber nee. Oder? Ich einfach nur mit den Farbpaletten genauso nach oben gehe. Weil dann kann ich ja einfach hier hingehen und sagen, okay, wie schaut es mit der Farbpalette aus? Ah, alles klar, LV, MV, HV, EV, IV und so weiter. Ja, das wäre halt eine Idee. Ah, ich muss mir noch rechtzeitig im Klaren sein, weil ich gleich die Cans befüllen will. Und dadurch, dass ich ja jetzt gesehen habe, dass ich eine Farbe bekomme, sollte ich vielleicht das intelligent machen, ne?
So, rot, gelb und blau. So, wenn ich jetzt ein Empty hab, ich brauch dafür chemische Sachen, ne? Also Chemical White heißt für mich, ich baue Sulfuric Acid, zwei Salz und Weiß. Chemical Reactor war das, ne? Habe ich überhaupt schon einen Fluidkenner? Den habe ich noch gar nicht. Dann kann ich den noch nicht machen. Das ist jetzt zum Beispiel mein Rezept. Ja, also sozusagen, wir sind stark im Recycling. Beziehungsweise normalerweise hätte ich jetzt gesagt, wenn ich jetzt mehr Dosen gehabt hätte, ne, also dass man zwei Dosen hat, das wäre für mich das Coolste, dass du halt eine normale Dose hast, die du wegschmeißt. Ja, aber die Dose ist ganz schön teuer. Also dafür, dass es eine Dose ist, ein Spray ist. Ich hätte jetzt gesagt, Empty Spray wäre eine Folie Aluminium. Ja, Aluminium. Wenn es sagen ist, also als Zweitrezept, nicht als Erstrezept, als Zweitrezept. Kann man ja sagen, okay, man nimmt die Zelle, man nimmt einen Redstone und ein Programm Circuit 1 und hat einen Empty Spray Can. Wenn man jetzt zum Beispiel auch noch sagt, okay, du nimmst eine Aluminiumfolie, eine, wie gesagt, ein Redstone und die 1, dann hast du zum Beispiel noch eine. Also hast du auch eine. Dann macht es vielleicht sogar Sinn, dass man sagt, nö, das ist halt Billigware und die wird dann weggeschmissen. Oder es gibt Nachfüll welche, die sind dann zum Beispiel auch aus hochwertigerem Zeug. Die kann man dann halt nachfüllen. Naja, ich muss mir mal was überlegen. Oder schreibt mir mal in die Kommentare, welche Idee ihr besser findet. Auswaschen, also Recycling. Oder sagt ihr, nee, das wäre cooler, wenn da noch ein Rezept mit Aluminiumfolie wäre. Dass man die halt dann auch wirklich etwas billiger machen kann. Dann schafft das nämlich ins Pack. Und das andere fliegt raus. Das ist klar. Also nur eins von beiden hat eine Chance drin zu bleiben. Okay. So. Wie gesagt, mit den Farben bin ich noch beim Überlegen. Lightning, aber large area without electric. A non-electric floodlight. Non-electric lantern. Glasslens. Was kostest du? Fuel dissolver. Was? Ein Flint-Stil mit 64. Ich vermute mal, dass das Wolle ist. Stahl, Glas, Paint, so teuer ist es gar nicht. Muss ich mir mal anschauen. Project Red Lights, Mr. Purpose, Canyon Illuminar. Achso, das ist der normale Button, okay. Glowstone Torch und eine Torch. Glowstone Knock. Catwalks. Ach, ich weil ich noch keinen Scaffold gebaut habe. Den Rest habe ich schon. Mein gesamtes Lager besteht draus. Okay.
Das wäre eine automatische Schlüssel. Door Factory, okay. Ist dieser komische Painter eigentlich auch dabei? Botany Iron Schaufel. Das ist eine Eisenplatte, ein Stick. Also das ist jetzt nicht mehr ist Schlimmste. Halt. Wo der hingeflogen ist, möchte ich gern wissen. Wird sich wieder finden. Okay, dann brauche ich jetzt eine Eisenplatte. Kriege ich den Spade eigentlich schon hin? Ich glaube nicht, weil ich bestimmt da eine MV brauche. Korrekt. Ja, habe ich noch nicht. So, das heißt jetzt, du warst da. Du warst da. Du warst da. Und die Pfeile war hier. Ah, noch ein Stick. Gut, dann habe ich jetzt die. So, Finding Flowers, Poppy und dann Dalian. Ich könnte dich anpflanzen. So, muss ich mal schnell schauen, wenn ich jetzt hier aufmache. Fun Party Blocks. Diesen komischen Painter. Von Open Blocks. At Open Blocks. Ein Paint Mixer. Einfach nur ein Basic Mixer. Ja, den habe ich oben. Habe ich einen drin liegen? Hier Glas, zwei Circuits. Was hat jetzt gefehlt? Motor. Also, nochmal. Muss da rein. So, und dann brauche ich jetzt von dir Iron Casing. Weiß es nicht. Kriege ich da 4 raus oder nur 2? Ich glaube, ich. Oder 3? Ist egal, wir testen es. 2.
Okay, dann brauche ich im Mixer nichts anderes außer das da und das da. Und Zeit. Sehr schön. Habe ich denn einen Pinsel? Ein Paintbrush. Der kostet mich ein Woodgear, zwei Strings, eine Wolle. Eine Säge, vier Holz, vier Sticks. So, habe ich eine Säge einstecken? Ja. Also, dann kommst du dahin. Du kommst dahin. Ich habe mein Woodgear. So, Wolle und zwei Strings. Einen Stick brauche ich nochmal. Die Wolle war hier, oder? Ja. So, Paintbrush habe ich. So, Mixer habe ich auch. Den schmeiße ich jetzt erstmal dahin. So, jetzt brauche ich gelb, schwarz. Geh mal gucken, ob ich die als alle da habe. Wir nehmen jetzt viermal gelb. Ich nehme mal viermal blau mit. Genauso wie Cyan. Und schwarz. Schwarz ist drin. Gelb ist drin. Cyan ist auch drin. Gut, dann war es nicht blau. Dann war es noch Magenta. Also wie es ganz normal wirklich beim Drucker ist. Gut. Sehr schön. So, dann heißt es jetzt von mir, ich muss mich schnell hinlegen. Dann muss ich schnell zu den Kühen laufen. Ich brauche Milch. Das heißt jetzt. Wow. Meine Güte, hat es der lang gebraucht zu schießen. Ich endlich mein Chili weg. Weißt du, wann ich weiß, glaube ich, geht das nämlich auch. Jetzt das eigentlich sogar mal einen Tank füllen vom Rucksack. Ich muss auch mal rausfinden, wie das andere komische Ding da funktioniert. Diesen Gartenschlauch da, ob man dann das rauskriegt. So, dann nehme ich dich auf jeden Fall mal mit raus. Nein. Kommst in den anderen. Okay. So, ich brauche jetzt aus dir zwei Obsidianplatten.
So. Bin mir jetzt leider nicht sicher, ob das auch so war, aber ich glaube schon. Dann nehme ich jetzt nämlich den Milcheimer. Und jetzt habe ich hier die Standardfarben und hier habe ich alle Farben. Da kann ich, glaube ich, alle Vanilla-Blöcke damit anmalen. Also das heißt, wenn ihr irgendeinen Block habt, den, wo ihr in Vanilla gut findet, könnt ihr den in alle Farben anpinseln. So. Soweit ich weiß, funktioniert das auch mit den Kabeln. Also das heißt, man kann es dann ansprühen oder man kann es anmalen. Ich habe beide Möglichkeiten, also nehme ich erstmal die. Die ist nämlich für mich einfacher als die andere. Weil, wie gesagt, die kostet Milch und kein aufwendiges Gedöns. So, und ich hätte jetzt mich entschieden, dass ich sage, LV wird gelb und ich lasse weiß erstmal weg. So, jetzt drücken wir auf Mix und schon sieht man diese Blubberbläschen blubbern. Und jetzt haben wir einen Eimer mit gelber Farbe. Das ist doch super. So, dann hätte ich gesagt, haben wir als nächstes Orange. Das mixen wir auch gleich, weil das wird dann MV. Ich müsste doch wirklich weiß nehmen für Ding, für... Für LV. Ja, wobei ich könnte auch... Nee, ich nehme Rot. Also das ist das HV. Ich hoffe, dass ich damit nicht durcheinander komme, weil sonst wird es witzig. Macht's bumm. Ein bisschen. Genau. Ich wollte doch noch schnell Diode. Weil ich mir den Blocker, wenn genauer angeguckt habe. Also, das heißt, wenn ich jetzt hier ein Kabel habe, wie zum Beispiel das da. Ja, und ich habe jetzt hier ein, sagen wir mal, ein 16er Blue Alloy Cable, also HV. Und ich sage jetzt, okay, du gehst jetzt straight in diese Richtung. Ja? Dann heißt es ja, ein 16-faches, ich habe insgesamt 32 Kanäle in die Richtung laufen. Ja, weil es ja doppelt ist. So, jetzt habe ich aber zum Beispiel... jetzt hier einen Raum, wo ich sage, ich brauche jetzt da drin ein HV oder zwei HV. Nicht mehr. Dann geht man jetzt einfach hin und nimmt sich einen zweifachen 2 Ampere MV, weil es heißt, es gehen 2 Ampere rein und 2 Ampere raus. Nicht mehr. Ich habe schon gesagt, es wäre noch cool, wenn es dann so eine Art Brückenköpfe gibt, wo du sagst, okay, du möchtest das jetzt aufteilen. Aber das musst du halt dann so machen. Entweder gehst du dann hin, dass du sagst, okay, du nimmst jetzt ein Kabel, ein Vierfaches, tust es da und dahin und sagst, okay, ich gehe jetzt dahin und ich gehe jetzt in die Richtung. Oder du gehst hin und sagst, okay, du machst jetzt ein Diode Vierfach MV oder in dem Fall HV. Und dann sagst du, gehst jetzt in die Richtung. Also nach rechts sozusagen mit 2 Ampere weiter. Dann stellst du da halt einen Zweifachdiode hin. Einfach, glaube ich, gibt es gar nicht. Ne? Ne, genau, es gibt 2, 4, 8, 12 und 16. Genau. Ja, also das heißt, straight, das hast du 16 entlang,
nimmst jetzt einen Vierer und diesen Vierer hängst du nochmal ein Kabel dran und an dem Kabel machst du dann nochmal nach rechts eine Diode, nach vorne eine Diode mit Zweifach, dann hast du da komplett deine Splittung drin und kannst auch nichts kaputt machen. Das heißt, wenn ich jetzt dann 4 MV habe, ne, oder in dem Fall dann 64 LV, richtig? Ne, 4, 8, 12, 16. 16 MV, LV. Immer 4. Ne? Und dann kannst du das aufteilen. Also das heißt, wenn du jetzt so 2 Reihen hast, eine Reihe machen, okay, eine Diode mit, wo du jetzt 16 hast, eine Diode mit 8, die nächste Diode mit 8 und dann passiert dir nichts. Ne? Also zum Beispiel, dass dir hier ein Kabel wegbrennt, was bei uns das letzte Mal passiert ist. Ja, da kommt halt einfach eine Diode LV hin mit 8. Dann kann da kein Kabel wegschmelzen und hier auch nicht. Nur für die, die das auch gerne mal so bauen wollen. So, okay, wir haben jetzt dann dieses Kabel. Und das heißt, dass wenn ihr es dann irgendwann seht, dass ich dann ein Kabel anmal, dann ist dieses Kabel hoffentlich an der richtigen Stelle. Weil das wird jetzt dann der Basebau 2.0 sein. Ich habe auch schon mittlerweile überlegt, viel weiter nach vorne zu gehen, auch mit den Maschinen. Ich weiß es aber noch nicht. Also das wird sich alles zeigen, weil, wie gesagt, wir haben Saumkraft, wir haben Blood Magic, wir haben Witchery. Es kommt noch einiges. Genau. Okay, also wir haben jetzt ein bisschen Farben. Das Schöne ist, man kann jetzt auch diese Farbeimer nehmen und sagen, okay, ich mag Farben, also hauen wir die daher. Ich mache jetzt zum Beispiel noch eine in Light Blue. Oder machen wir blau? Machen wir blau. Genau. Dann kann der nämlich auch mixen. Und das wird jetzt dann zum Beispiel für Wasserrohre. Die werden dann blau angemalt. Ich brauche ja beides, ne? Ich habe ja normale Pipes und ich habe Kabel. So, wir sind auf jeden Fall jetzt viel weiter. Das heißt, jetzt kann ich mal vorantreiben, dass da draußen die Sachen viel schneller wachsen, dass das da oben auch schneller vonstatten geht. Ich weiß leider nicht, ob ich genügend Zeit momentan habe, dann noch eine Speed-Aufnahme draus zu machen. Vor allem, weil es halt dann auch wirklich jetzt dann lang geht, weil das ist jetzt dann immer wieder, wenn ich Zeit habe. Ihr seht gerade hier wächst hier nicht. Aber hier. Also dieser Bereich gerade wächst gerade schnellstens und ich möchte so schnell wie möglich die ganzen Felder jetzt haben, weil beim nächsten Mal wollen wir uns ums Essen kümmern. Ich möchte endlich davon wegkommen, dass ich eigentlich ihr Essen noch nicht habe und die Healing Eggs bauen. Das wird eins der nächsten größeren Sachen sein. Genau. So, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer damit ab in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.